Okay. Wir sind ihm wahrscheinlich hinterher. Oh, ich muss so los bei diesen Katzen, ey. Okay, wir speichern auf jeden Fall jetzt mal. So, Safe Game. Gut. Und wir begeben uns jetzt hier in den Tempel der Katze. Aber leider tatsächlich nicht zum ersten Mal. Hier ist ja ein Hebel, guck mal. Wir haben den ganzen Spaß hier schon mal aufgenommen, aber jemand hat eventuell vergessen, das Bild einzuschalten, quasi auch Bild aufzunehmen anstatt nur Ton. Ich war's nicht. Ja, wir haben nicht so weit gespielt, also ist alles gut. Ah ja, ich, ja. Okay. Das Hier siehst sind du wir gerade also. alles zum ersten Mal. Das ist alles das erste Mal, genau. Hier ein bisschen Magnum-Munition, die nehmen wir natürlich mit. Wir haben tatsächlich bis zu den ersten zwei Secrets gespielt und dann. Dann war es das auch. Dann habe ich es gemerkt, dass der Bildschirm in der Aufnahme schwarz ist. Oh Mann. Okay. Ja, Also es sind wir kriegen das schon. ungefähr 50 Minuten verloren. Ja. Alles gut. So. Oh, wen haben wir denn da? Guck mal. Eine riesige Mumie. Ist das Der etwa gute der alte Kollege, den wir oben Fox. gesehen haben, der runtergefallen ist? Hab ich auch letztes Mal gesagt. Das hast du tatsächlich. Ich glaube allerdings nicht. Bist du dir sicher? Er grunzt genauso, denke ich. Auch wenn er oben einfach gar nichts gesagt hat. Aber gut, wir haben hier eine Mumie. Ich hoffe, die kommt da nicht raus oder so. Was haben wir hier? Hier geht's auch noch rein. Okay. Oh, Ich erinnere hallo. mich. Wer bist denn du? Das ist aber nicht sehr angenehm. Den Hebel. Und da kommt er. Oder, ist falsch in Erinnerung? Du hast es falsch in Erinnerung. Bitte nicht. Aber hat er sich nicht zu dir umgedreht? Vielleicht ein bisschen. So. Jetzt hat er sich doch ein bisschen gewendet, ne? Der stand doch gerade vollkommen gerade da, ne? Es ist so creepy, Mann. Es ist so mies. Ich hasse es. Stirb! Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt, Lara. Aber mach mal schnell. Alter, Boah. du hast gefressen. Wie viel Medipacks hast Diese du? Mumien. 7. Ei. Jetzt noch 6, jetzt noch 5. Ei. Ja, das war speziell. Ist ganz schlimm, wenn sich was hinter dir bewegt. Vergisst du nicht etwas? Ja, doch, wir schauen gleich. Wir machen das jetzt hier nochmal blind, ne? Wir müssen ja nicht. Naja, So, aber ich hätte hier. dir das sowieso Ah, gesagt. ja, okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich meine, du musst ja zum Secret. Hier Also ist du musst nämlich nicht. ein Secret in der Nähe. Wir haben vielleicht gerade was gehört, als wir den Hebel betätigt haben. Nämlich ist hier drüben eine goldene Tür. Und Die ist nicht auf. beim letzten Mal haben wir uns gefragt, wie kommt man wohl in diesen Gang? Ich wusste es, ich kenne die Secrets. Ja, natürlich. Monster hat sich das gefragt. Der unwissende Monster. Und die Sache ist, man hat ja ein Geräusch gehört, wenn man den Hebel betätigt, wenn man ihn nochmal betätigt. Man ist wieder gehört und man hört Musik. Und jetzt laufen wir mal ganz schnell hin. Und ich hoffe, dass die Mumie da jetzt nicht rauskommt und uns angreift. Und ein Secret Sound. Wir nehmen natürlich sofort unsere Magnums. Warum? Und wir wehren uns, weil ich Munition sparen will. Auf der Shotgun haben wir noch kaum Munition. Und sie Noch läuft weg kaum und sie kommt Munition. wieder. Kaum Munition übrig. So, das heißt, wir haben hier unser erstes Secret von diesem Level jetzt gefunden. Zum ersten Mal. Ja. Tio. Und zwar hier oben. In dieser Katzentür. Magnum Munition. Den habe ich Daran vergessen. habe ich Oh, mich das auch sind nicht mehr zwei. erinnert. Lara, spring. Lara, schieß. Mach's kaputt, Lara.
Ich glaube, denen geht's so gut. Und zwar richtig viel Munition finden wir hier, wollte ich gerade sagen. Es waren gerade 3 Munitionsclips, also 3 doppelte, die wir gerade hier einfach so mal gefunden haben und jetzt hier nochmal einen. Jetzt haben wir wie viel Schuss? 607, also über 100 Schuss haben wir gerade gefunden. Einfach so. Das ist doch angenehm. So. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Ah genau, beim letzten Mal habe ich auch noch hier diese Hieroglyphen an der Wand gelobt, wie schön die sind. Und was wir hier erkennen, war doch auch, ne? Entweder ist es ein Rabe, ein Adler, irgendein Vogel hier. Wieso guckst du denn immer nach unten? Ich weiß es nicht. Lara schaut nach unten mit dem Kopf, deswegen geht die Sicht auch nach unten. Sie schämt sich ein bisschen. Erstmal die Zunge verschluckt, ne? Gibt's so. Menschen, die sind daran schon gestorben? Kann passieren, ja. Aber man stirbt ja nicht sofort, wenn man sich die Zunge verschluckt, ne? Ich weiß nicht, ja, man kann ja irgendwie noch mit der Hand reinfassen und die wieder rausziehen, ja. Oder nicht? Ja, wenn du es mitkriegst, aber wenn du irgendwie einen epileptischen hast oder so. Oder wenn du schläfst, dann ist natürlich auch scheiße, ja. Ja, wenn du schläfst, dann solltest du aufwachen. Hoffen wir es mal. Da sollte der Körper eigentlich, Wo sind wir denn hier? Genug Eigenleistung vollbringen. Okay. Ein riesiger Steine. Tempel. Der Tempel der... Was tust du da? Ich dachte jetzt ganz kurz, wir sterben an Fallschaden. Das wäre jetzt natürlich legendär gewesen. Der Tempel der Katze ist jetzt vor uns. Ein wunderschöner Tempel, vor dem wir auf jeden Fall mal kurz speichern, so andächtig wie der ist. Ach ja. Die Aufnahme war wirklich perfekt. Und die Kamera hat ein bisschen nach oben auf diese Katze da oben posiert. Sehr interessant. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, genau, der Hinterhalt! Ah, ich erinnere mich. Hinterhalt! Du brauchst gleich dringend Leben. Das ist richtig gemein, dass die Kamera nach oben geht und dir zeigt, dass die von beiden Seiten angreifen. Richtig gemein. Sieh, Mann, erwartet ihr auch was. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal die linke Seite, jetzt da wir unsere Mumienfreunde beseitigt haben. So, ich prüfe nochmal kurz. Ja, dieses Mal nehme ich tatsächlich auf. Man glaubt's kaum. Bild ist auch vorhanden. Ja. Ja, Bild ist vorhanden. Sofern dann später im Codec nichts schief läuft. Aber ja, es ist da. Genau. Speichern. Das schaut natürlich sehr gut aus. Nach Speichern. Oh nein, ich erinnere mich gerade an was. Aber gleich mehr dazu. So, jetzt hier ein bisschen vorsichtig, genau. Hier liegt Munition. Die haben wir, glaube ich, sogar letztes Mal möglicherweise übersehen. Glaube ich aber nicht. Wie kriegt man denn da? Ein Shotgun. Ne, haben wir nicht übersehen. Alles. Nee, zwei Shots oder wie viel ist da dran? Lauf, lauf! Oh mein Gott! Perfekt. Oh, zu knapp. So. Ich glaube, letztes Mal hast du einen richtig geilen Sprung noch zur Seite gemacht. Genau, das war wirklich auf die Millisekunde, weil jetzt kommt. Genau sowas war es nur, dass ich es überlebt habe. Das ist unlucky. Ich dachte, er kommt von rechts. Ah. Nämlich letztes Mal war wirklich so ein Millimeter gerade so, nachdem ich am Stein vorbeigesprungen bin. Um es gerade noch so zu überleben. Aber naja, dieses Mal hat es leider nicht gereicht. Wir probieren es nochmal. Ups. Gehen wir ganz schnell durch. Okay, also hier haben wir aufgesammelt. Jetzt einfach einen Sprung auf die Seite und kein Problem. Genau hier war nämlich dieser Punkt. Da war dieser geniale Sprung. Die Sache ist nämlich, der Stein hier blockiert uns ja den Weg nach vorne und der Stein rollt gleich von links los in dem Moment, in dem wir das hier aufsammeln, wie man sich denken kann. Und dann bin ich gerade so noch durch, es ist sogar Blut gespritzt. Genau so. Genau so. Es war genau so. Unglaublich, wir haben es nachstellen können. Wahnsinn.
Das Publikum tut so, also das ist jetzt alles nur die alte Sounddatei und wir spielen einfach nur ein bisschen. Ja, ja, klar. Ich habe das alles getimed, dass wir genau in die gleichen Gegner hinkommen und so. Genau. So, dann schauen wir uns jetzt mal hier den Weg an. Also links sind wir jetzt hier im Sand gewesen. Da haben wir eigentlich alles eingesammelt. Schauen wir mal hier. Okay. Hier ist noch mehr Sand, wie es eigentlich auch für eine Wüste normal ist. Meinst du? Möglicherweise. Ups, nicht nach links. Oh, was macht sie denn jetzt? Huch, das hätte ja sogar gereicht von der Höhe. So kommen wir da leider nicht rein. Das ist nicht hoch genug. Hackst du schon wieder im Spiel? Wieso? Wieso hackst du? Ist es denn so offensichtlich? Ja. So, okay. Da war ich, hinten sind wir glaube ich gar nicht gewesen. Beim letzten Mal. In dem Eck. Diesem kleinen Gang. So, dann würde ich sagen, erklimmen wir einfach mal die Pyramide. Wir gehen da jetzt einfach nach oben. So, da hinten ist eine Art Treppe. Und schau mal, da drüben liegt Munition. Die haben wir natürlich noch nie zuvor gesehen. Ah, ey, Leute, also. Der Moment, als ich das mitgekriegt habe, das war so wirklich, es war traurig, als ich gesehen habe, dass die Aufnahme schwarz ist. Ah, es war wirklich nicht schön. Mhm. Es war wirklich eine gute Aufnahme, sie war wirklich super. Oh, guck mal an. Ja, schlecht war sie nicht. Hier oben gibt es auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal eingesammelt haben. Wahrscheinlich schon. Ja. Hast du denn das rechts, nee, jetzt links von dir geholt? Jetzt rechts von dir? Warte. Bei dem Gitter, das Ding? Oder kam man da nicht hin? Da kann man nicht hin. Da kann man noch nicht hin. Na. So, hier oben geht's ja nicht weiter. Und beim letzten Mal habe ich auch gemeint, hier hinten, dieses riesige Plateau, schaut schon auch ein bisschen verdächtig aus, aber ob man da hin kann, weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Das sagtest du auch letztes Mal. Das ist gut möglich, dass ich das gesagt habe. So. Dann schauen wir mal hier runter, langsam und vorsichtig. Mal hier nach links vielleicht. Was haben wir denn hier? Zwei Schlüssellöcher. Und eine riesige, mysteriöse Tür mit Inschriften. Okay. Da unten ist ein Wasserbecken. Und rein theoretisch könnten wir uns jetzt hier ins Wasserbecken fallen lassen. Ja, das war eine künstlerische Pause. Ja, ja, klar. Aber ich schau mal hier runter. Denn wir könnten natürlich auch hier unten lang gehen, an der Pyramide, so wie wir es das letzte Mal tatsächlich getan haben. Dann fällt uns vielleicht dieser Block hier auf. Den können wir natürlich schieben. Den anderen Block hast du auch schon geschoben, ne? Nein, ich habe noch nichts geschoben. Den auf der Pyramide? Den finden wir erst noch. Ach, Spoiler so. Hier mal nicht so. Spoiler, du bist schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Ja. Ja, hast du wieder vergessen. So. Also, genau, jetzt ist hier nämlich auch er wieder da. Unser guter alter Freund, der Leopard. Nein, der Panther. Leopard. So, der wäre Geschichte. Da können wir jetzt nämlich mal hier hinterschauen. Tatsächlich. Ist da hinten irgendwas versteckt? Das würde mich kurz interessieren, wenn man da so ganz knapp rein kann. Oha! Guck mal an. Die hast du, glaube ich, letztes Mal auch gefunden, oder? Weiß ich nicht. Da bin ich gerade wirklich durch Zufall rein. Ich glaube, das hast du letztes Mal auch gefunden. So, dann schauen wir hier lang. Ich gucke dir ja auch immer jede Ecke 20 Mal an. Ja, das ist natürlich aber auch wichtig, wenn man alles sehen will und alles mitnehmen will. Wir hetzen ja nicht. Ja, das ist wohl wahr. Wir folgen hier einfach den Tatzenspuren und treffen hoffentlich auf etwas Nettes. Auf Stacheln, bitte. Komm ich hier möchte irgendwie wieder Stacheln sehen. Stacheln? Mhm. Magst du? Okay. Ja, auf jeden Fall, klar. Dann sind wir jetzt hier. Ups. Und wie ich auch das letzte Mal schon sagte, hier rechts schaut es verdächtig danach aus, nach oben zu gehen. Aber, wie ich mich recht entsinne, haben wir keinen Weg nach oben gefunden. Das heißt, vielleicht ist es später ein Ausgang für eine Rückkehr.
Glücklicherweise. So, jetzt haben wir da unten eine Tür. Und zum Glück wissen wir ja zufälligerweise, dass hier ein Hebel versteckt ist. Nein. Doch. Woher weißt du das? Und wenn wir den betätigen, dann öffnet sich diese Tür. Aber ist es denn da auch so friedlich? Nein. Ein Krokodil. Haha. Aber dieses Mal bin ich bereit. Ich lasse mich nicht beißen. Stimmt, ich glaube, die Tür war mit Zeitschloss versehen. So, Krokodil wäre Geschichte. Dann kümmern wir uns nochmal um dieses Türlein. Ach ja. Ich finde es echt so schade, dass die Aufnahme kaputt ist, ey. Ja, ist schon. So. Und jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Dann machst du dann machen wir jetzt einfach was Besseres draus. Genau. So, jetzt ist hier aufgegangen. Und das letzte Mal tatsächlich habe ich nicht erkannt, dass die Tür hier in der Filmsequenz hierher aufgeht. Ich dachte, das ist eine andere Tür, die aufgegangen ist. Und ich habe tatsächlich bis zum Ende danach gesucht, ja. Ah, Mann, oh Mann. Jetzt weiß ich's. Es ist doch ganz gut, wenn man Dinge öfter anschaut. So, hier ist glaube ich oben nichts, oder? Hier kann man auch nicht noch. Nee. Da kann man nicht hoch, nee. Auf der anderen Seite liegt da vielleicht was. Habe ich letztes Mal auch geschaut. So, ganz entspannt hinschwimmen. Keine Medipacks, keine Munition. Schaut gut aus. Das heißt, wir können hier wieder raustauchen. Mal schauen, was uns draußen erwartet. Wir werden sehen. Wir haben bereits einen von zwei Schlüsseln, die wir brauchen, um in diese, ja, in diese Pyramide, in diesen Tempel zu kommen. Und wo ist der zweite Schlüssel? Das ist hier die Frage. Ich meine, dass einer richtig mies versteckt war. Da könntest du sogar recht haben, Zeitex. Wir sind hier nämlich ganz unschuldig und ohne Hintergedanken nach oben gekrabbelt. Denn da hast du nämlich dann ist gesagt, uns das nein. Hier aufgefallen. Ja. Dann ist uns das hier aufgefallen. Einfach so am Pyramidenrand. Bisschen versteckt. Alter. Denkste. Hm? Nicht mit mir. Du bist fast in deinen Tod geschworen. Niemals. Alles geplant. Ganz professionell hier. So, natürlich können wir hier diese Blöcke hier ziehen. Das sieht man alles im Ring hier unten. Dann ziehen wir den einfach mal weg. So. Wenn man jetzt hier mal schaut, dann ist da nichts. Aber wir können den anderen Block noch nicht schieben, deswegen müssen wir dem aus dem Weg räumen, sonst haben wir ja keinen Platz dafür. So. Und jetzt diesen. So, einmal hier lang. Und sehr gut. Und jetzt? Nein. Ist hier ein kleiner Tunnel offen. Aber das ist schon wirklich frech einfach. Hier so ein kleinen Geheimgang. Ich hoffe, ich komme hier runter, ohne Schaden zu nehmen. Ja, schaut gut aus. Ein kleiner verschütteter Raum, voll mit Sand. Ist hier drin, wo er mal war. Irgendwelche Feierlichkeiten vielleicht? Feierlichkeiten? Da haben die Ägypter, die Alten, bestimmt getanzt hier drin. Das war der Ballsaal. Kenne ich genau. Klar. So, hier auch wieder überall schöne Hieroglyphen. Goldene Türen. Luxuriös. Hier geht's nach oben. Oh, hier geht's nach rechts. Warte mal. Hier ist aber nichts. Okay. Aha. Hier liegt also der andere Schlüssel. Das heißt, wir müssen wirklich hier runtergehen. Und diesen geheimen Bereich finden. Das ist halt schon wirklich ein bisschen fies, wenn man das übersehen würde. Ja, dann suchst du dich halt dumm und dusselig, ne? Das ist so. Haben wir ja zum Glück nicht müssen. Nee. Wenn man einen Zeitex hat mit Adlerauge, dann bitte, geht das was? Das habe ich selber entdeckt letztes Mal. Hast du nicht? Doch, natürlich. Nein. Zeig mir den Beweis. Okay, ich werde es dir danach zeigen. Ja.